Das ist mein Ziel auch mit meinen Möbeln. Ich möchte, dass die Menschen glücklich sind, wenn sie die Möbel nutzen. Ganz wichtig ist natürlich die Funktion, dass die Möbel gut zu nutzen sind, dass sie vielleicht mehrere Funktionen haben und dass man einfach Spaß dran hat über die Jahre, dass man sie benutzt. Ja, und die spannendere Frage ist eigentlich, wie die Origin meinen Prozess verändert hat. Also vor ihr war es so, dass man sich immer überlegt hat, wie kann ich was rationell mit Standardmaschinen herstellen. Und jetzt ist, glaube ich, der Mut größer geworden, mal neue Formen zu probieren. Hi, ich bin der Johannes Müller, bin 25, Schreinermeister, bald auch staatlich geprüfter Raum- und Objektdesigner. Und wir sind hier in Garmisch-Partenkirchen an den Schulen für Holz und Gestaltung des Bezirks Oberbayern. Ich bin in der Fachakademie im vierten Semester, im Abschlusssemester. Die Schule an sich existiert ja jetzt seit über 150 Jahren. Sie ist gewachsen und sie ist in ihrem Anspruch gewachsen. Und gleichzeitig bewahrt sie heute die Tradition, was auch sehr gut zu Garmisch passt. Möchte aber in die Jetztzeit gehen, fortschrittlich sein, neue Wege gehen, Neues ausprobieren. Insgesamt dauert eine normale Ausbildung ca. 6 bis 7 Jahre in Deutschland zum Schreinermeister. Und für die Schreinermeister, die sich noch weiterbilden wollen, gibt es hier in Garmisch-Partenkirchen, einzigartig in Deutschland, die Fachakademie für Raum- und Objektdesign. Eben eine Mischung aus Architektur, Innenarchitektur und Objektdesign. Und für mich mit dem Zusatz der Fachakademie sind es mittlerweile fast 10 Jahre, bevor ich jetzt dann letztendlich ins Berufsleben übertrete. Ich finde die Origin in der Ausbildung sehr wichtig persönlich, weil ich finde, es ist ein super Tool, um den Nachwuchs an die Digitalisierung heranzuführen. Wir werden immer digitaler. Insofern, glaube ich, ist es gefordert im Handwerk, dass es digitale Tools gibt. Und gleichzeitig ist es auch die Freiheit für einen Lehrling, außergewöhnliche Formen herstellen zu können, ohne großartigen Aufwand betreiben zu müssen. Auch komplexere Formen sind natürlich sehr einfach zu erstellen mit der Origin oder der CAD-Software für die Origin, weil man einfach die Outlines extrahiert und die dann sofort als Programm hat. Bei dem Tisch zum Beispiel war es nur das 3D-Modell, da die Outlines rausgezogen, die Programme auf dem Hub geladen, an der Werkbank gehabt, fertig. Der Rising Table ist mein Abschlussprojekt. Das wird im vierten Semester angefertigt von Nebenstudierenden. Wichtig ist, dass man einen Partner sucht, mit dem man das gemeinsam kreiert, das Projekt. Und gleichzeitig sollte es ein Realprojekt sein. Bedeutet, es soll wirklich umgesetzt werden. In meinem Fall war das jetzt dann mit der Firma Shaper der Rising Table. Es ist ein Premium-Projekt. Das bedeutet, was ich ganz toll finde, es ist nur die Idee, diese Basis, und wird dann von den Menschen selber gebaut, nachgebaut. Und Sie können dann entscheiden, wie Sie das Projekt einsetzen, was Sie mit dem Tisch machen, ob es ein Tisch bleiben soll oder ein Regal wird oder ein Raumtrenner. Mir war die Modularität und die Flexibilität wichtig, weil einerseits werden die Wohnungen immer kleiner, zweitens ist keiner sicher, wo er in Zukunft wohnen wird, wie er wohnen wird. Er ist super einfach auseinandergebaut, das heißt, wenn man mal Besuch bekommt und man hat zu wenig Stühle, was sehr oft vorkommt, dann hat man gleichzeitig auch einen Hocker, den man den Gästen anbieten kann. Und so ist man flexibel und kann das Möbel eigentlich immer einsetzen, egal wo man ist und warum man da gerade ist. Die Präzision von der Origin kombiniert mit dem traditionellen Handwerk macht den Tisch dann also einzigartig, weil er letztendlich durch die Gradleiste quellen und schwinden kann. Er ist befestigt, die eingestemmten Zapfen machen ihn sehr, sehr langlebig. Das ist wahrscheinlich der Faktor, den die Origin damit reinbringt. Das wäre mit Standardmaschinen so nicht möglich. Wichtig bei dem Projekt, beim Rising Table, war mir die Nachhaltigkeit. Das Besondere ist, egal wo man ist, wenn man Origin hat, kann man dieses Möbel nachbauen in der Holzart, die auch regional dort ist. Als nächstes sind die Bauteilquerschnitte Standards, das heißt, die sind auch leicht beziehbar notfalls. Wenn man nicht die Möglichkeiten hat, sie individuell anzufertigen, es sind auch kleine Querschnitte, das heißt, sie können aus Reststücke gefertigt werden, was auch sehr wichtig ist, um dem großen Verschnitt entgegenzubeugen. Der wichtigste Punkt ist auch das Massivholz, weil es einfach viel CO2 speichert, weil es langlebig ist. Mir ist auch wichtig, in der Formensprache ein Möbel zu schaffen, das man nicht nach 5 Jahren weggibt, sondern wenn sich bei einem selbst die Situation verändert, dann kann sich das Möbel mit verändern. Diese Langlebigkeit, darauf müssen wir schauen in Zukunft. Es ist wichtig, dass wir unser Umfeld einfach bewusst definieren, dass wir unseren Lebensraum bewusst gestalten, was wir in unseren Lebensraum bringen, damit wir einfach die Ressourcen schonen und die Erde so gut wie möglich entlasten und gleichzeitig auch Produkte schaffen, die es wert sind, geschaffen zu werden.
Genau, jetzt ist der Rising Table von mir natürlich nur eine Art Vorlage. Ich werde persönlich dranbleiben und nur ein Korpusmodul dafür entwickeln, dass er nur mehr Funktion hat. Und ich darf auch alle anderen einladen, das Möbel weiterzuentwickeln und ihre Ideen auf dem ShapeUp hochzuladen, um es dann mit der Community zu teilen, damit dann jeder seine Ideen einbringen kann und damit es ein Gemeinschaftsprojekt wird. Die Origin ist für mich ein Power-Tool, easy to use, Game-Changer und sie wächst, also sie ist noch nicht fertig. Wir wachsen gemeinsam. Partner.